Hallo, meine lieben Freunde, da wären wir wieder mit deutschem Dosenbier. Heute begeben wir uns mal auf eine weitere Reise. Dafür statte ich mich jetzt kurz aus. An erster Stelle werden wir uns Reis holen und ja, ein bisschen, ihr wisst schon. Ich kann es mir nicht leisten, weil ich gerade kein Geld dabei habe. Das müssen wir natürlich noch schnell holen. Und dann machen wir heute eine etwas härtere Tour. Und übrigens befinden wir uns auch auf Dosenbier 1. Also versteht mich nicht falsch. Ich bin auf Dosenbier 1, weil ich, ja, keine Ahnung. Ich will auf Dosenbier 2 nicht mehr so viel risken. Und hier ein bisschen noch kennenlernen, das Spiel, bis ich dann da wirklich anfange. Ja, da halt wirklich dann anfange, intensiv und richtig zu spielen. Und ja, da freue ich mich dann eigentlich dann auch sehr drauf, da auch eine Base zu bauen, ein bisschen mehr zu erreichen und so. Und perfekt. So, wir haben dabei ein Ledernäs-Set, um die Schuhe zu flicken, weil das müssen wir dann auch noch machen wirklich. Und ansonsten mache ich den Helm mal noch weg, den Kompass weg, diese Money weg, einfach dass wir nichts Unnützes haben. Diese Taschenlampe gibt nicht viel Geld. Bandagen, dann actually, was ist das, weg damit. Den Rest können wir alles benötigen, wir können alles benötigen, Freunde. An dieser Stelle war es das mal wieder komplett. Ich habe zwei Bajonetts dabei. Das ist für mich nicht mal so schlimm. Behalten wir einfach so bei. Und dann würde ich sagen, ja, wir throwen kurz das Geld weg. Ihr seht auch, ich wurde letztes Mal, also ich wurde jetzt vorhin, habe ich auch noch eine Tour gemacht. Und da wurde ich ein bisschen angefragt. Und von da. Von daher bin ich ein bisschen angeschlagen. Blut ist aber full, Blut ist full, Essen ist full, Trinken ist full. Healen sollten wir uns auch mit der Zeit dann schon. Ich esse mal noch den angefangenen Rice. Ein bisschen, weil ich glaube, wenn ich beides nach oben habe, habe ich auch das Healing nach oben. Ich weiß es nicht. Na, Healing will nicht nach oben gehen. Aber ist schon okay, ist schon okay. Wir können auf jeden Fall auch ein bisschen angeschlagen gehen. Im Auge behalten müssen wir aber auf jeden Fall die Schuhe. Und ja, wir gehen los. Ich würde nämlich jetzt, ich muss natürlich auch noch Marco setzen. Ich würde erst ans Northwest Airfield laufen. Probieren, das zu überleben und dann nach Tizi. Tizi. Und mal gucken, dass wir da eine Sniper abfahren können. Wird hier so starten. Start der Tour. Und dann würde ich bis nach Tizi Sniper abgrabbeln. Rot. Der Startetour ist jetzt wirklich 4000 Meter in die Richtung. Ihr seid natürlich dabei. Ich weiß nicht, ob ich wieder ein bisschen Speed up mache. So, nochmals hallo liebe Freunde zu diesem DayZ Video. Im heutigen Video ja, machen wir eine kleine Tour und der erste Step wird das Airfield sein. Es ist viel gelaufen im Video, viel Looting, wenig Spielerinteraktionen, aber eine, zwei gab es. Bisschen auch Nervenkitzel ist das. Wir haben das Ziel am Schluss erreicht oder haben es nicht erreicht. Lasst euch überraschen, guckt das Video, habt Spaß und ja, lasst ein Abo und ein Like da, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Überbrückung. Ich hoffe, das Video findet Anklang. Es ist ein bisschen schade, weil es ist zwar gute Unterhaltung, würde ich sagen, aber es wird wenig geklickt. Ich glaube, das Video
die Videos von mir sind leider ein bisschen so, dass sie wenig gesehen werden. Ich weiß gar nicht, an was das liegt und ich weiß auch nicht, wie man das ändern kann. Ich möchte keine Eigenwerbung machen, aber Leute, wenn ihr doch mal Bock habt und das Video nice findet, dann zeigt es auch euren Freunden oder Kollegen und ja, lasst ein Abo und ein Like da auf jeden Fall. Ich würde mich mega freuen. Jetzt viel Spaß mit der Aufnahme des heutigen Tages, mit der Tour und ich hoffe, ihr feiert es. Tschüssi, bis gleich. Oha. Schüsse sind auf mich gerichtet, ne? Oh mein Gott, hier wird schon relativ hart geshootet. Okay, da ist was. Da geht was, Leute. Da geht was. Freunde der Sonne. Auf dem Field ist was los, ne? Versuch mich jetzt, in der Theorie versuche ich mich rauszuhalten. Weiß natürlich, dass ich jetzt hier mittendrin statt nur dabei bin. Sehe ich vielleicht in First Person was? Nach vorne zu crouchen ist natürlich. Ich habe nämlich jetzt auch keinen mehr im Blick. Sind da ein bisschen uphill gelaufen. Ah, ich glaube, ich bewege. Bewegt mich so hier durch. An dieser Stelle hatte sich herausgestellt, dass es doch sicherer war als gedacht und ich bewegte mich in Richtung dieses Berges, weil ich dachte, dass der Sniper-Schütze vielleicht auf diesem Berg verweilen könnte. Ich ließ es nicht außerhalb der Möglichkeiten und ging dahin. Ich guckte mir das an, stellte dann aber fest, dass kein Sniper auf diesem Hügel war, fand aber auch diesen Ort für mich. Ich glaube, man kann hier ziemlich gut Leute abfangen, die auf dem Weg zum Airfield sind oder vom Airfield zurückkommen. Neuer Camping Point. Ich bin natürlich gegens Campen grundlegend, aber nur wenn ich der bin, der abgeschossen wird. Sonst würde ich natürlich an dieser Stelle auch ab und zu mal campen. Vielleicht, wenn ihr dran bleibt, werdet ihr auch noch sehen, was dann schlussendlich doch noch passieren könnte in den nächsten Folgen. Guckt es euch auf jeden Fall bis zum Schluss an. Ihr verpasst sonst ein bisschen was. Und lasst ein Abo und ein Like da, wie gesagt, denn es werden coole Sachen folgen auf das Video. Sehr coole Sachen. An dieser Stelle wurde ich dann, glaube ich, bald mal beschossen ein bisschen. Okay, Bruder. Okay, Bruder. Digga. Digga. Wo kommt. Alter, die Shots. Wo werden die hingetickt? Actually, I'm a bit afraid. Das war nämlich direkt bei mir. Ah, scheiße, Digga. Ich glaube, ein bisschen aggressive Gegenden, die wir gerade besuchen wollen. Ob diese Shots nun am Ende des Tages auf mich gerichtet waren oder auf jemand anderen, lässt sich einfach nicht beschließen gerade.
Ich denke, sie waren auf mich. Ich loote hier auch dann noch das Auto und verziehe mich dann schnell aus dieser Gegend. Ihr merkt, das Airfield ist auf jeden Fall ein Pflaster, wo ein bisschen was los ist. Und vor allem auch auf solchen Servern geht es richtig ab, Leute. Hier unterhalte ich mich noch ganz kurz mit einem Schweizer Spieler, den ich entdeckt habe, wegen seinem Nickname und so, habe ich mich ein bisschen hin und her unterhalten. Naja, war natürlich nicht die feine Art, weil Concentrating war natürlich gefragt. Ich hatte jetzt aber auch am Anfang noch nicht so viel zu losen und habe mir das einfach rausgenommen, ein bisschen mit den Leuten Interaktion zu machen. Ne? Also nehmt es mir bitte nicht so übel. Und jetzt sind wir gleich am Airfield angekommen. Es wird eine kleine Loot-Session kommen. Und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch bis hierhin und ihr seid nicht gelangweilt. Verbesserungsvorschläge natürlich gerne in die Kommentare, da freue ich mich immer drüber. Kuss geht raus. Danke. Tschüssi. Oh, peace out. Überall diese Watchtowers. Überall könnten Freunde sein, Feinde sein. Eher Feinde als Freunde, würde ich an dieser Stelle sagen. Und wir gehen rein. Das ist Industrial-Gebiet. Das juckt mich gar nicht hier. Industrial. Ich habe als erstes Industrial gewählt, aber da hinten sind Gunshops. Okay, die jucken mich natürlich. Freunde of the Sun. Hier dürfen wir nicht so reinflexen. Also ich glaube, hier sind wir relativ... Okay. Die Augen müssen überall hin. Actually, sehe ich mich in der Vektor. Ich sehe mich in der Vektor drin. Was? Aber gut Loot. Gut Loot, Freunde. Gut Loot, Freunde. Damit kann ich mich anfreunden. Taschen, Digga. Was kann ich mit den Taschen machen? Das ist Clothing. Clothing will ich nicht. Clothing will es alles nicht. Das Bajonett. Ich scheiße aufs Bajonett. Das ist Melee-Waffe. Melee-Waffe könnte schon Geld geben. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich mache mich einfach weiterhin voll. Bisschen die Augen und die Ohren offen halten. Vor allem die Ohren. Dann natürlich actually immer jemand kommen. Und dann ist die Tour vorbei. Dann ist die Tour vorbei, Freunde. Okay, das sind Gunshops. Die interessieren mich sehr. Weil die immer, immer böse Sachen drin haben. Nur Handschuhe. Ich würde dann aber auch mal Handschuhe dann eigentlich mitnehmen. Entfernungsmesser. Feier ich. Mag, was sogar Schüsse beinhaltet. Hier ein Stanag. Das ist natürlich sehr gut. Leucht irgendwas Munition. Was ist das denn? Zerfahrerhelm. Nein, Digga. Zieh ich nicht an. Wieder ein Bajonett. Okay, jetzt müssen wir ruhig sein. Wir müssen ruhig gekonnt sein. Nicht hektisch werden. Nicht hektisch werden. Ganz ruhig. Schön umsehen.
Auch von hinten können die Leute kommen. Oha. Hier haben wir noch eine Baracke. Ich überlege gerade, ob ich sie mitnehme, aber ich glaube ja, es ist besser. Weil das sind actually auch ziemlich gute Baracken. Ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen, ob wir einfach durchrushen. Passt du hin? Passt du hier hin? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee, das ist Pistolenschalldämpfer, ne? Komm, tausch den Rotz. Okay, er macht gar nichts gerade. Das geht. Warum nimmst du den nicht? Warum nimmst du ihn nicht? Okay, er nimmt den nicht. Scope. Auch geldbringend. Natürlich etwas. Ich höre natürlich auch nichts. Ist gerade ziemlich nice. Ich will mich hier in First Person bewegen. Wenn ich serious bin. Einfach nur, man hat diesen besseren Überblick. Hier unten scheint es Tents zu haben. Okay. Okay. Ein Tent nur. Perfekt. Nehme ich. Perfekt, nehme ich. Suppressor für Pistole, perfekt, nehme ich. Actually feiere ich die Gegend hier gerade. Und ich bin auch nervös. Perfekt, nehme ich. M14 nehme ich natürlich auch mit. Ey, wo ist die M14 hin? Nimm auf den Rücken das Ding. Das Ding bitte auch. Jetzt nimmst du aber das in die Hand. Nee, passt nicht. War vielleicht schon Mac. Passt so. Eins drücken. Kampfmesser, das ist natürlich auch perfekt. Was soll ich mit dem Bajonett fighten? Ich glaube ja. Weiß es nicht. So, Freunde, nach dieser etwas längeren Looting-Passage begeben wir uns jetzt zum nächsten Point am Airfield, Freunde. Beim Looten ist alles noch gut gelaufen, Leute, weil ich hatte halt auch irgendwie hatte ich im Gefühl, dass niemand da ist. Ich habe mir dann erstmal überlegt, das Airfield ganz wegzulassen, dachte mir dann aber, das wäre eine Verschwendung von Ressourcen, das kannst du nicht bringen. Du gehst am Ende des Airfields nochmal rein, guckst, da ist ja noch ein relativ großer Military Spot. Ich wusste das übrigens alles nicht. Das war die erste Tour über das Airfield, wo ich das Airfield und so mitgenommen habe. Und ja, an dieser Stelle habe ich dann einfach gedacht, diese Ressourcen darfst du nicht liegen lassen, musst du mitnehmen.
Und habe ich dann auch gemacht. Nur an diesem Point des Airfields gab es eine Begegnung, Leute. Und ich hoffe sehr, dass es mein Audio-Interface recorded hat, weil die Stimme war ziemlich leise. Ich hoffe, man hört sie raus. Ich werde es nicht überprüfen, ob man sie raushört. Ihr werdet es dann sehen, Leute. Da war auf jeden Fall jemand und hat da, ich weiß nicht genau, warum das so enden musste. Naja, seht besser selbst, Leute. Es war eine Begegnung. Es war eine Begegnung, die nachher glimpflich noch ausging und ja, ziemlich knappe Sache. Aber auf Ehre, seht es euch an. Bis gleich, meine Freunde. Tschüssi. Okay. Erstmal Lage ein bisschen checken. Oder? Boah, ich dachte gerade, der Busch ist so einer mit Sniper. Sah gerade ein bisschen so aus. So, wir gehen runter. Muss natürlich alles rundrum im Auge behalten. Ich mag das eigentlich nicht so. Aber hier sind die Türen auch geschlossen. Was eigentlich immer darauf hindeutet, dass niemand hier war bis jetzt. Und theoretisch könnten wir wahrscheinlich schon nach diesem Tent hier, können wir uns sagen, Bruder, wir brauchen halt nichts mehr, ne? Wir könnten schon weggehen. Aber wer will denn das? Oha. Komisch, dass der so einen Aufsatz trägt, aber den Aufsatz nehme ich gern. Das nehme ich gern. Das nehme ich gern. Die Frage ist halt, soll... Oh lol, warte mal. Oha. Oha, guck mal. Oha, guck mal. Unsere Waffe ist ja richtig böse. Mit einem Sniper-Visier, Diggi. Jetzt der noch. Bruder! Warte mal. Das Visier muss ich wegnehmen. Actually sieht unsere Waffe jetzt aber schon ein bisschen böse aus. Lol. Nee, nee. Chill mal dein Life. Das war nicht unsere Waffe. Das ist vielleicht der Grund, warum alles gepasst hat. Okay, hier ist jemand. Okay. Okay, ich bin etwas ängstlich gerade. Er ist noch drin, er ist noch drin. Er wird jetzt gerade um die Ecke kommen. Kann natürlich schon gefailt haben, Leute. Er könnte natürlich jetzt auch außen durchs Fenster schießen. Ich höre rechts von mir die Steps. Okay, ich bin etwas aufgeregt gerade. Mach nicht den 200 IQ-Move.
Ich habe Stimmen gehört. Es muss auf jeden Fall jemand hier sein. Ich weiß nicht, bilde ich mir gerade was ein oder ist da wer? Perfekt. Mach doch keine Töne. Wir machen einfach ganz sachte weiter. Ey, ich weiß gerade gar nicht, ob ich schon zurückgehen soll, Digga. Ist einiges an Kohle in der Tasche. Außerdem könnten wir dann einfach eine SK zu unserer Waffe machen. Obwohl, nee, ich habe noch nicht, was ich will. Ich bin etwas afraid. Rechne halt immer noch mit jemandem, der hier drin chillt. Da war auf jeden Fall jemand, der geredet hat. 100 Pro. Ah, ich bin etwas afraid. Ich bin jetzt etwas paranoider, wenn ich ehrlich bin. Ja, hier drin ist halt einfach auch jetzt kein Stuff gerade. Ich habe, glaube ich, mein Bajonett liegen gelassen, ne? Ey, nimm doch das Ding. Nimm es. Ich habe mein Bajonett liegen lassen, ne? Also nehmen wir ein neues mit. Nimm es. Jetzt schon wieder die Sache nicht. Auch Granate. Packe ich mir einen Gürtel ran. Ist mein Handy? Da hinten sind noch Baracken, aber. Ah, ich habe Angst. So, Freunde, ich habe es tatsächlich trotzdem überprüft und die Stimme ist ganz klar zu hören. Also, es war wirklich jemand da, was ihn davon abgehalten hat, schlussendlich mich zu. Engagen, um mit mir den Fight aufzunehmen, weiß ich nicht. Vielleicht hat er genau gemerkt, dass ich ihn gehört habe und wusste, dass er es weitermacht und ging dann besser, um nicht zu sterben. Jetzt, nach diesem Airfield-Looting, machen wir uns auf den ganz, ganz weiten Weg nach Tizi und ja, es ist natürlich jetzt fragwürdig, dass ich noch nach Tizi gegangen bin, weil ich schon ziemlich harten Loot dabei hatte. Also, das Ding ist, dass ich wirklich noch riskiert habe, nach Tizi zu gehen, ist schon ein bisschen hirnrissig gewesen. Aber trotz allem bin ich da noch hingegangen. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, war es eine ziemlich nice Idee. Guckt euch weiter das Video an. Vielleicht teilt ihr dann meine Meinung. Vielleicht ist es trotzdem eurer Meinung nicht so schlau jetzt gewesen, dahin zu gehen. Aber ich habe es trotzdem einfach mal riskiert und ich bin ganz ehrlich ja, nicht, ich bereue es nicht.
Ich glaube, es hätte auch anders ausgehen können und ich würde es mehr bereuen. Aber seht es euch selbst an, Leute, was ich in Tizi da gemacht habe. Ich habe übrigens Tizi nicht komplett infiltriert, weil ich einfach irgendwann dann doch zu viel auf dem Spiel sah, also zu viel, was auf dem Spiel steht, sah. Übrigens hier, ihr seht es ein bisschen, ich bin mit Autorun gelaufen, ich hatte keinen Bock, das ganze Ding zu laufen, also ich war hier viel Brain AFK und ganz ehrlich, jeder, der hier Open Field gesniped hätte, hätte mich einfach weggemacht, weil zum Teil laufe ich auch in Bäume rein und so eine Sachen. Also, viel Spaß. Und ich weiß gerade gar nicht, ist hier oben was los? Muss man da hoch? Liegt auf jeden Fall schon eine Waffe auf dem Weg nach oben. Guck's mir jetzt einfach mal an. Full Risk. Cast, eine Cast, Digga. Ich will keine Cast, ich will diese... Diese bösen Snipern. Diese bösen Snipers für 25k will ich haben. Oder... Ich kenne dieses Tizi gar nicht, ne? Letztes Mal war ich nur bei Military Tents. Oder die haben es schon wieder verändert. Das Tizi. Ja, ich habe schon etwas Bedenken, dass ich hier auf andere Leute treffen werde. Bin deshalb auch nicht gerade vorsichtiger. Weil ich hoffe halt auf eine Sniper. Auf eine krasse. Ja, sowas wie die. Erstmal muss ich dem Zombie geben. Ah, er gibt mir und ich gehe ins Steam-Menü rein und ich glaube kaum, was jetzt gerade passiert ist. Lass es doch einfach mal kurz. Warum geht denn der wieder... Kleiner Lappen, du. Stirb. Stirb, Alter. Okay. Das ist actually ein böses Ding. Und genau das wollte ich. Genau dieses Ding wollte ich. Und dieses Ding auch. Ich habe mega Angst, dass ich jetzt abgeschossen werde. Weil dieses Ding wollte ich. Nimm das Ding mal in die Hände, bitte. Dieses Bajonetten-Ding. Perfekt. Passt nicht. Das passt nicht. Passt denn? Passt auch nicht. Digga, das ist die Waffe, die ich wollte. Nimm die AWM mit. Come on. Okay, die könnte man natürlich auch in ein bisschen bessere Ausführung finden. Nachtsichtgerät. Geh ab. Dreh komplett ab. Schiss, ich hab ein bisschen. Man merkt, dass ich nervös bin, ne? Scheiß Nachtsichtgerät gerade. M14. Toter Zombie, was ist das? Das war natürlich ich. Lul. Okay. Tesi. Du hast dich actually schon fast ausgezahlt. Wow, so ein Trader-Raum. Okay, hier erwarte ich gerade gar nicht so viel drin. Ah, es musste passieren.
Okidoki. Was bist du? Panzerfahrerhelm, Kleidungsstück. Ah. 20 Round. Irgendwas Box brauche ich nicht. M14, irgendwas. Ah, actually. Ich glaube, das sind diese Loot-Dinger, ne? Ich glaube, um die ging es an dieser Stelle. Lol, ich muss essen. Perfekt, Leute. Boah, gerade will ich einfach nicht mehr sterben. Ich wäre so gern einfach jetzt am Green. Aber ich weiß natürlich, dass man hier jetzt auch noch mehr Nachtsichtgeräte und so abgrabbeln kann. Ich mach den Stomach nicht kaputt. Einfach nur, dass dir wieder besser geht. Und weiter geht's. Okay, hier natürlich die Waffe zücken. Oha, Bewegung. Jetzt werde ich auch paranoid, Digga. Ich muss auf dem Boden bleiben. Nicht zu viel wollen, aber auch nicht zu viel Paranoia schieben. Ich will mal gucken. Oh mein Gott, ich muss ja auch. Oh mein Gott, die sind demoliert. Wie nice. Danke fürs Erinnern. Oh mein Gott, hier liegt eine Waffe. Was ist das denn? Nimm das Ding. Nimm das Ding. Taktische Weste. Bra. Ru, bra. Smirsch West. Sturmweste. Waffenpflege-Set. Boah, ich habe keine Plätze mehr. Nur für kleine Sachen. Night Vision, Night Vision. Ganz Shops. Sollte ich es provocaten? Alleine hier reinzugehen, wo die Türen offen sind, ist provocating. Oh mein Gott, nein, ist es nicht. Ja, die muss ich natürlich mitnehmen. Ah, es ist alles so schwierig. Oh mein Gott. So, mit Visier, Digga. Ja. Ey, bis gleich, Leute, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich, Freunde. So, Freunde, back sind wir. Ich gerade. Dass dieser Server-Restart ist ja gar nicht angekündigt worden, ne? Er war einfach. Ja, ich habe mir jetzt ein Ziel ausgedacht. Ich will diese Waffe unbedingt zum Green bringen. Und da
aufbereiten und das soll das Ziel sein für das heutige Video, dass wir diese Waffe nach zum Green bringen und sie aufbereiten, mehr kaufen, damit ausstatten und uns in der nächsten Folge nicht besser verhalten. Mal campen gehen. Was haltet ihr davon? So, wir sollten gleich wieder back in the game sein. Back in the motherfucking game. Yeah, man. Komm. Weile doch. So. Komm. Ich hab sonst niemals solche Probleme jetzt, wo ich. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich bin wirklich im Gunshop noch. Perfekt. Ja, ich mache mich jetzt einfach full und dann zurückgehen. Soll ich einmal Reis wegschmeißen? Freunde. Meiner Meinung nach sind wir ready to go. Beschädigt. Ich laufe mal noch ganz kurz zurück, wo das Waffenpflegeset war. Oh lol, das war hier. Ich will nämlich gucken, ob ich die jetzt schon repairen kann. Hier irgendwo. Ich bin halt auch serious. Tauschen, kombinieren. Okay, das geht schon mal. Wow, nice. Wow, es ist makellos jetzt. Okay, jetzt bin ich stutzig. Jetzt, wenn ich sterbe, werde ich stutzig. Oh mein Gott, ich bin so full auch. Ganz etwas würde ich halt gerne noch haben. Und zwar. Wäre das Night Vision. Obwohl, ich werde es nicht risken, Leute. Ich brauche hier gar kein Night Vision. Yo, Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich melde mich nochmal zum Ende des Videos, Leute. Ja, ihr habt es gesehen, wir haben den Tizzy gut Loot gefunden. Und vor allem ist mir wichtig, diese BKM87 heißt sie, glaube ich. Diese musste ich einfach nach Hause bringen. Also, ich hatte wirklich, das war der unlangweiligste Weg, den ich je in DayZ gelaufen bin, weil ich wollte diese Sniper unbedingt nach Hause bringen. Und ihr seht es jetzt auch. Ihr seht, ich laufe straight zum Green Mountain Trader und ich dachte mir einfach nur, bring sie heil nach Hause. Mit dem Verkaufen, mit dem Geld des Ertrags kaufst du dir dann ein schönes Scope. Schöne Muni, zwei Magazine full, dann ist mein Plan, also ich werde ihn danach auch am Green Mountain Trader noch einem verraten, ihr werdet sehen, mein Plan ist, mich nach Mishkino zu bewegen beispielsweise, mich da in den Wald zu legen und das Grundstück schön abcampen,
Dahin laufen am besten, wenn das Server leer ist, irgendwann am Morgen oder so. Und dann nachts mich dahin legen, wenn 80 Leute drauf sind, einloggen, bam, zwei, drei wegballern, ausloggen, vielleicht auch noch looten, vielleicht dies, das, ne? Wir werden dann sehen. Ausloggen, das ein bisschen machen, ein bisschen campen, ein bisschen dieses abgecampt werden, den Leuten wieder zurückgeben und so. Und ja, war einfach für mich ein nices Türchen, Leute. War ein wirklich nices Türchen. Ich muss auch sagen, ich bin glücklich, dass es so geendet ist. Ich hätte natürlich auch mehr Probleme kriegen können, aber es war natürlich nice, dass es Nachmittag war. Wie gesagt, weniger Spieler drauf, weniger dies, weniger das. Ja, ich würde das dann auch aufnehmen. Ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt. Das ist ein bisschen Arbeit, Leute, weil man sieht sich das Video quasi zweimal an. Man nimmt erstmal 2 Stunden irgendwie Gameplay auf, 2-3 Stunden. Dann guckt man sich das Video nochmal an, cuttet das hier, cuttet das da. Man sieht sich zweimal an. Ich halte das mit den Cuts noch ein bisschen in Grenzen. Ich könnte natürlich auch ein bisschen mehr cutten. Ein bisschen schöner cutten, ein bisschen mehr Mühe geben noch. Das Ding ist aber, solange das einfach noch nicht ja, einen gewissen Lohn abwirft, sehe ich das nicht, noch mehr Zeit in den Cut zu investieren. Übrigens, der Cut ist dann ja noch eine Sache, aber dann ist der Computer auch erstmal 2-3 Stunden, 4-5 jetzt wahrscheinlich bei diesem Video, einfach nicht benutzbar, weil er rendert. Das Rendern dauert übel lange, weil ich möchte das Video in 4K bringen und dies und das, ne, ihr kennt's ja. Und zumal ist es einfach nicht möglich oder nicht gut möglich, komplett Investitionen in diesen Cut zu machen. Und natürlich, wenn es dann irgendwann Geld abwirft, wenn ich davon vielleicht sogar leben kann, dann investiere ich so einen Tag halt in diesen Cut, ne? So einen Arbeitstag. Und dann sieht es natürlich noch ein bisschen anders aus. Obwohl ich jetzt schon mit diesem Cut und mit diesem Gaming an gut 6 Stunden komme, um das Video fertig zu machen. 6-7 Stunden, natürlich mit Rendern, wenn ich ein kurzes Video habe. Hier werden es wahrscheinlich 10 Stunden werden für das gesamte Video. 6 Stunden Rendern, 2 Stunden aufnehmen, 2 Stunden Cutten. Wir werden es sehen. Haut rein, danke fürs Zusehen, euer Pattyville. Abo und Like nicht vergessen. Tschüss. La 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 la. La 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 la. Goodbye. Ich hab's geschafft. Hier. Hm? Zieh mal den Helm aus, man hört dich kaum. Besser. Nimm die SKS. Guck mal, was ich mir gerade geholt habe. Fette Sniper. Dein Munition ist aber ganz schön teuer. Hast du auch ein Standbild, wenn du mit dem Ding schießt? Oh, ich hab die gerade erst geholt. Ach so. Ich kann sie nicht empfehlen. So. Also doch schon, also sie macht gut Schaden, aber bei mir kommen immer Standbilder bei jedem Schuss. Weißt also, du? Keine Ahnung, was bei dir auch so ist. Weißt du, was ich damit machen werde? Schießen? Ich werde mich morgens, wenn 10 Leute auf dem Server sind, nach Mischkino sneaken. Abends werde ich mich einloggen und jeden wegmachen, der da lootet. Und ins Fäustchen lachen. Guter Plan. Bester Plan ever. Ja. Hast du einen Scope für die? Brauchen? Ja, guck mal, ob das...
drauf hast. Wenn nicht, musst du Long Range. Warte mal, ich bin gerade komplett full. Muss kurz was verkaufen. Oder warte. War das dein Leid? Nee, vertickt das mal, das geht nicht drauf. Aber auf jeden Fall Dankeschön. Okay, das werde ich mir jetzt alles zulegen. So, verticken wir erstmal die ganzen Magazine. Weg damit. Weg damit. Actually habe ich schon ein Magazin gesehen für die Waffe. Ist gar nicht so teuer. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Und weg damit. Aufsätze. Weg damit. Weg damit. Schulterschützer, weg damit. Aufsatz, weg damit. Scope, weg damit. Habe ich noch ein zweites von. Weg damit. Was ist das? Das Knife, das K-Bajonett. Weg. 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 Nominierter Schalldämpfer, weg damit. Kompensator, weg damit. Eine Granate, weg damit. Den Pack weg. Boah, ich kann sie kaufen, die Rounds. Es ist halt krass. Vector SMG, ich nehme sie erstmal in die Hand. Ja, pack die mal wieder auf den Rücken. Mach den Schalldämpfer ab. SMG, gucken wir mal, was wir kriegen dafür. 160 nehme ich natürlich. Dann nehmen wir mal die AS-Falle in die Hand. Nehmen das Scope runter. Ey, die hat ja noch was dran. Nö, verkaufen die. AS-Falle 400. Very nice. Dann AWM. Die AWM kriege ich die vertickt für 400, die kostet. Kann man nicht kaufen. Ich kann ein Bajonett auf jeden Fall loswerden. Warum kann ich das Scope hier nicht draufpacken? Ah, das ist Rotze. Das ist Müll. Das ist Müll.
Dann brauche ich das auch nicht. Kann ich das verkaufen? Long Range Scope kaufen. Perfekto. Perfekto, Digga. Oh mein Gott. Bin so gehypt. Bin so gehypt, die Waffe dann auch mal auszuprobieren. Legion Suppressor. Auch einiges an Kohle. So, was haben wir noch? Theoretisch nichts mehr. Kaufen wir uns noch kurz das Mag ein. Kaufen. Kaufen. Ich mach das lieber so, sonst zu viel Angst. 15 Schuss. Kombinieren. Actually ist es relativ teuer, den Muni für das Zeug. Aber das ist auch, ja. Ich denke, das ist logisch. Ich geh mal ganz runter. So. Nimm die mal bitte noch in die Hand. Ey, die ist krass, die Sniper. Die sieht so übel aus. Ich freue mich schon, dem ersten damit in die Fresse zu schießen. Come on. 8, 9, 10, 11, 12. 13 Stück habe ich. Was? Perfekt. Passen nur 10 rein. Perfekt. Das heißt, ich muss noch 5 Stück kaufen. Perfekto. Tauschen. Kombinieren. Ich würde halt sagen, an dieser Stelle war's das komplett. Oh mein Gott, ich freue mich schon, mit dieser auf Piste zu gehen. Ja, ich muss halt sagen, war ein guter Zug. Mit der Waffe selber können wir jetzt noch einzahlen. 2K. Jetzt haben wir 6,5K auf der 1. Sind ausgerüstet mit dieser Waffe. Und ich werde es auch so machen, wie ich es gesagt habe. Ich werde mich wahrscheinlich. Werde mich wahrscheinlich mit dieser Waffe irgendwo hinbegeben, wenn der Server nicht so voll ist. Werde mich auf die Lauer legen, werde mich ausloggen. Werde mich einloggen, wenn der Server full ist, und werde dann zwei, drei Leute einfach wegsnipen. Wegcampen. Wegsnipen. Wegcampen. Es ist legitim. Ich glaube, das ist legitim. Ich werde, glaube ich, nochmal nachlesen. Und wenn es nicht legitim ist, werde ich das dann natürlich auch nicht machen. Aber ich glaube, das ist doch legitim. Boah, wir sehen so böse aus. Guck durch das Ding an.
Perfekt. Danke fürs Zusehen. Ich werde mich jetzt ausloggen. Video schneiden. Perfekt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Peace out, euer Pattyville mit der Geilschneiber. Beste Leben. Einfach nur beste Leben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.